einfach, wir verkaufen jetzt nicht ein Ferienhaus, ein Hotelzimmer, sondern pures Leben ist ein Lebensgefühl, wo man einfach großzügig in einem Haus wohnt, in Verbindung mit der Natur und auch in Verbindung mit den Menschen, die hier wohnen. Jetzt hat sich pures Leben seit 10 Jahren entwickelt. Es gibt schon einige Häuser. Wie hat sich das verändert und wohin wird das in Zukunft gehen? Ich sage einmal, wir wachsen nicht, dass wir sagen, wir bauen viele Häuser auf einmal. Jedes Haus ist anders, also kein Haus gleicht dem anderen. Und es geht einfach in diese Richtung, dass wir sagen, okay, es wird noch mehr die Landwirtschaft mit einfließen, es wird noch mehr Wein, Essen, Trinken und Wohnen wird sich einfach noch mehr verschmelzen. Und die Art der Häuser, wird sich da auch noch was verändern oder die Architektur? Die Art der Häuser kann sich nur so verändern, es kommt darauf an, welches Grundstück wir kriegen und wo wir bauen, und wir passen einfach das Haus dem Grundstück und der Landschaft an. Also das ist nicht so, dass wir jetzt so sagen, da gibt es einen Haustypen und diesen Haustypen setzen wir irgendwo willkürlich hin, sondern ausschlaggebend ist das Grundstück, wo das Haus steht, und nach dem richten wir uns. Letzte Frage, Sie haben teilweise ganz neue Häuser, teilweise eine Kombination aus alt und neu. Was ist Ihnen am liebsten? Die Kombination ist so gewählt, das heißt, wenn ich eine alte Bausubstanz habe, dann versuche ich, die zu erhalten. Das ist mir am liebsten, weil das ist einfach etwas, was man mit Geld nicht kaufen kann. Das ist Zeit, das sind die Spuren am Gebäude, das bringt man mit einem Neubau nicht hin. Das ist einfach, wenn man in so ein Haus reingeht, da spürt man einfach, das Haus hat eine Seele. Mhm. Und der neue Teil, der dazu gebaut wird, das ist eigentlich das, wo der Gast sagt, okay, ich möchte den Luxus sehr wohl genießen. Wenn etwas jetzt, wenn ich jetzt ein Grundstück habe, wo kein Haus steht, da bleibt mir nichts anderes über, wie herzugehen und etwas Neues zu schaffen. Und darum, das kommt ganz darauf an, was gerade auf diesem Grundstück steht. Vielen Dank. Bitte.